Sir, ich habe eine kodierte Übertragung von einer Quelle aufgefangen, die ich nicht zurückverfolgen kann. Sie besagt, dass Tosh Teil einer geheimen Operation war, die Projekt Shadowblade genannt wird. Dabei wurden Yorium und Terrazin eingesetzt, um Ghostkräfte noch zu verstärken. Das stimmt. Wir werden Phantome genannt. Ghosts der nächsten Generation. Und wann genau hattest du vor, mir davon zu erzählen? Wir alle haben unsere kleinen Geheimnisse, Reno. Das heißt aber nicht, dass ich eine Gefahr für dich bin. Vielleicht nicht. Aber wer auch immer diese Nachricht geschickt hat, könnte eine sein. Matt, irgendeine Möglichkeit, die Übertragung zurückzuverfolgen? Nein, Sir. Aber sie endet mit: Ihr werdet bald wieder von mir hören. Das muss Mengsk sein. Er versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Lass das nicht zu. Für den Augenblick warte ich erstmal ab. Zumindest bis ich herausgefunden habe, wer diese Übertragung geschickt hat. Aber ich werde dich im Auge behalten, Tosh. Du kannst es ja versuchen. Let's Play StarCraft 2. Newsfarmer.de heißt der Channel. Frippia ist der Moderator. Und deinen Namen kenne ich leider nicht. Du, der da gerade zuschaut, aber trotzdem herzlich willkommen. Wir haben jetzt, oh, was ist das denn cooles? Freund der Protoss, die Delarm Protoss überreichten James Rayner diese Siegel der Anerkennung zum Zeichen des Danks für sein Handeln auf dem Planeten Haven und dessen Reinigung von der grauenhaften Zerg-Verseuchung. Cool. Das kann doch nicht, deswegen sah es so cool aus. Söldner. Wir kicken mal die Söldner rein. Ich bin jetzt echt so geflasht von den Vikings, dass ich mir jetzt direkt erstmal alle Upgrades hole, was auch die Vikings angeht. Die rocken wirklich einiges weg. Gibt es was Neues in der Basis? Nein, gibt's nicht. Goliath, langweilig. Für alle StarCraft-Veteranen ist natürlich das Highlight. Aber so, Viking verrichten Flächenschaden an. Gekauft. Und Vikings erhalten plus 2 Reichweite und eine Kanonenreichweite. Nice. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir alles mit. So, und zack, ab ins Labor. Gucken, was die nächsten Upgrades sagen, wenn sie irgendwas sagen. Und sie sagen, gar nicht sagen sie, wir sind erst bei 3. 3 von 5 bis zur nächsten Stufe. Das dauert noch ein bisschen. Deswegen ruckzuck. Neu-Folsom. Neu-Folsom ist reif, Mann. Jeder, der sich jemals... Wo ist Tosh? Er hätte doch eigentlich schon hier sein müssen. Er hat das Schiff schon verlassen. Ich dachte, Sie... Sir, wir haben eine eingehende Übertragung. Sie ist stark verschlüsselt. Stell durch. Sieh mal einer an. Der berüchtigte Jim Rayner. Mein Name ist Nova. Wir sollten uns unterhalten. Was sollte mir einer von Manxks Lieblingsghosts zu sagen haben? Tosh belügt euch. Matt, hol Tosh in die Leitung. Ich bin mir sicher, dass er sowieso schon zuhört. Verschlüsselung hin oder her. Wir Phantome sind die Zukunft. Du hast es einfach nicht verkraftet, Kleiner. Jeder zum Phantom konvertierte Ghost ist zum psychotischen Serienmörder geworden. Die, die ich erwischt habe, sitzen jetzt in Neu-Folsom. Hör nicht auf sie, Bruder. Hilf mir, die Phantome aus Neu-Folsom zu befreien und wir können Mengsk zusammen fertig machen. Tosh will seine Phantomkollegen reaktivieren, indem er die Substanzen benutzt, die ihr mit ihm gesammelt habt. Neu-Folsom ist voller psychopathischer Killer. Willst du die wirklich auf die Galaxis loslassen? Ich helfe dir gegen Mengsk und meine Leute genauso. Sie wird sich dir noch nicht mal anschließen. Er ist eine Psycho-Zeitbombe. Er steht dir treu zur Seite, bis er dir eines Tages ein Messer in den Rücken rammt. Das ist der Moment der Wahrheit. Entscheide dich. Das ist die zweite Mission
von zwei, wo man sich entscheiden darf oder muss. Und als Belohnung gibt es halt entweder den Phantom oder der Ghost. Der Ghost ist im Endeffekt nichts anderes als der Phantom, nur halt, dass der Ghost hat das bekannte Scharfschützen, die bekannte Scharfschützenfähigkeit, jetzt habe ich es, und der Phantom hat den Ultraschallimpuls. Ja, ist jetzt gehopst wie gesprungen, wir nehmen jetzt einfach wie vorhin von links nach rechts. Du hättest mir sagen sollen, was du wirklich vorhast, Tosh. Trotzdem glaube ich eher dir als dieser Meuchelmörderin von der Liga. Wir sind so weit gekommen, dann stehen wir das jetzt auch noch durch. Das war die falsche Entscheidung, Rainer. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Bruder. Dann lass uns loslegen. Neufolsom wartet. Lade Daten über Neufolsom hoch. Labe dich an diesem Anblick, Bruder. Die haben sich ordentlich verbarrikadiert. Nova muss ihnen was gesteckt haben. Jetzt brauchen wir eine Armee, um in den Laden reinzukommen. Selbst eine ganze Armee wird dich da nicht reinbringen. Aber ein Mann, ein Phantom am richtigen Ort, kann einen Weg reinfinden. Dann hängt unser Fortschritt von dir ab, Tosh. Ich werde meine Jungs hart rannehmen. Und sie werden deine Hilfe brauchen, um vorwärts zu kommen. Klar, du kannst diesmal in Ruhe zugucken. Ich übernehme die Führung und räume den Weg frei. Schick einfach weiter Truppen rein. Ich erledige den Rest. Außerhalb des Hauptgeländes gibt es zwei Zellenblöcke, die als Militärgefängnis dienen. Wenn wir sie aufbrechen, können wir wahrscheinlich mit der Hilfe der Gefangenen rechnen. Was sonst noch? Direkt beim Haupteingang des Gefängnisses ist eine Basis der Liga. Schaltet sie aus und die Wachen werden sich zurückziehen. Den Rest können die Gefangenen dann selbst erledigen. Okay, Tosh. Bist du bereit? Ich habe lange genug hierauf gewartet. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Jederzeit. So, derzeitige Mission Ausbruch. Seien Sie vorsichtig bei Raketenturm und Raven. Sie können Tosh aufdecken und Ihre Alliierten ermöglichen, ihn anzugreifen. Das verrät uns schon, dass wir Tosh spielen werden, dürfen, sollen, wie auch immer. Und es ist quasi wieder eine Mission, wo wir nicht nur blöd eine Base bauen, sondern jetzt hier die Ein-Mann-Armee sind. Los geht's. Dauerhaft getarnt. Darum sieht er auch so komisch aus. Lass sie bluten. Mit meinen Tarnfähigkeiten kann ich die Wachen alle ausschalten. Sie werden mich nicht einmal kommen sehen. Ich habe da einen kleinen Trick, den ich Hirnexplosion getauft habe. Mit dem lassen sich ganze Gruppen von Space Marines ausschalten. Dieser Geschützturm auf der anderen Seite der Brücke. Er gibt seinen Verbündeten Bescheid, wenn ich zu nahe komme. Schade. Kann mich sehen, selbst wenn ich getarnt bin. Das wollen wir doch mal sehen. Also man merkt schon, man muss halt aufpassen auf die, ja, das wollen wir doch mal sehen. Auf die Türme. Und jetzt haben wir eine zweite Fähigkeit, das Psy-Schild. Auf jeden Fall. Halt aus, Tosh. Meine Jungs sind unterwegs, um dich zu unterstützen. Denk dran, schick einfach immer weiter Truppen nach. Ich erledige den Rest. Schlechtes Mojo im Anmarsch. Wenn wir hier oben, weil wir natürlich höher sind, kann er uns nicht sehen. Es geht im Grunde wirklich nur in der Mission darum, dass man ja ein Gebäude nach dem nächsten zerkleinert. Das wollen wir doch mal sehen. Auslöschen. Unsere Verbündeten werden angegriffen.
Und natürlich müssen wir dann auch aufpassen auf die... Hoppala. Auf die Gebäude. Die Radaranlagen. Und die haben wir auch erfolgreich zerstört. Jetzt können wir eigentlich hier einen Gegner nach dem nächsten platt machen. Das wollen wir doch mal sehen. Cool. Und in aller Ruhe. Mach ja, was ich will. Vielleicht ja. Vielleicht nein. Unsere Basis wird angegriffen. Das ist die Base, die wir gerade nicht spielen können. Denn wir sind dabei mit Tosh, das Gefängnis quasi. Gute Arbeit, Tosh. Wir rücken weiter zur Frontlinie vor. Das Gefängnis zu übernehmen und zu erobern. Los geht's. Und zack. Ich mache, was ich will. Machen wir den nächsten Mal. Wow. Wenn ich Energie brauche, kann ich Aufzehren benutzen, um von einem Verbündeten Wilche zu bekommen. Je mehr Leben in ihnen steckt, desto mehr Energie. Es tut auch gar nicht weh. Jedenfalls nicht besonders. Das wollen wir doch mal sehen. Jo, komm wieder. Ist natürlich auch auf die Dauer, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein bisschen, ja. Posch, du näherst dich jetzt dem ersten Zellenblock. Die Gefangenen freizulassen, belastend, könnte uns ein paar Verbündete bringen. Denn es ist hier nichts los. Es ist wirklich nicht schwer. Ab und zu eine Fähigkeit benutzen und dann einfach nur wild wahllos alle Gebäude zerstören. Und alle Einheiten zerstören. So. Vielleicht ja. Jetzt brauche ich aber Energie, jetzt muss ich das Aufklären gleich benutzen. So, zack, jetzt haben wir wieder volle Energie, so gut wie. Wow. Freunde? Du hast gut reden. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich weiß schon, was du sagen willst. Vielleicht ja. Ha! Das war relativ schlau. Schlechtes Mut. Denn die Belagerungspanzer können halt nur auf Reichweite was anstellen. Wenn sie im Belagerungsmodus sind. Die befreiten Gefangenen werden uns wirklich eine Hilfe sein. Dementsprechend lohnt sich das auch im Multiplayer. Ja, kleiner Tipp so am Rande nebenbei. Los geht's. Oh, Kollegas, Kollegas. I need energy. Give me the energy drink. So, weiter geht's im Programm. Los geht's. Oh, oh, hier gibt's einen Pfeil. Geht bestimmt nach oben. Ha! Wow. Die Basis unserer Verbündeten
Das wollen wir doch mal sehen. Cool. Los geht's. So. Unsere Truppen hier. Man muss hier viel seine Fähigkeiten einsetzen, die man hat. Los geht's. Aber es ist halt trotz Schwierigkeitsmodus schwer. Finde ich jetzt nicht wirklich schwer. So, das nächste Gebäude ist zerstört. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Oh, what? Auf jeden Fall. Was geht ab? Hey, was geht ab? Vielleicht ja, vielleicht nein. Na, jeder Schuss ein Treffer. Kommen die Einheiten wieder von Jim Raynor, wie auch immer. Wir rücken vor. Beschäftige sie, während wir unsere Position sichern. Ja, ja, das kriegen wir hin. Vielleicht ja, vielleicht nein. Du bist in der Nähe des zweiten Zellenblocks, Tosh. Oh. Hast du auf ein paar neue Freunde? Yeah, Sorge, neue Tosh. Freunde. Wir beschäftigen sie, während du die Gefangenen befreist. Vielleicht ja, vielleicht nein. Schlechtes Mojo im Anmarsch. Das wollen wir doch mal sehen. Mache, was ich will. Vielleicht ja. Das hat ein bisschen weh. Unsere Verbündeten werden angegriffen. So. Alles ausgeschaltet. Jetzt, wo die Jungs befreit sind, können wir das Ding hier auseinandernehmen. Gut gemacht, Tosh. Schnappen sich jetzt alle ein Panzer. Los geht's. Das ist natürlich auch sehr, sehr klug, direkt seine Fahrzeuge direkt neben einen Gefängnisblock hinzustellen. Sehr schlau. Okay, dann renn nicht weg, ich brauche Energie. Vielleicht ja, vielleicht nein. Unsere Verbündeten werden angegriffen. So, Energie ist wieder da. Tosh, eine Nuklearrakete ist abschussbereit. Mach hier ein Ziel. Sieh nur zu, dass es nicht zu knapp wird. Los geht's. Die
Basis unserer Verbündeten wird all unserer Verbündeten werden angegriffen. Sehr schön. Vielleicht ja, vielleicht nein. Cool. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Das war die Nuklearrakete, die es auch im Multiplayer gibt. Raketen haben wir noch. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Cool. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Los geht's. Mal gucken, was es hier noch gibt. Das wollen wir doch mal sehen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Cool. Hier können wir noch in aller Ruhe noch ein Gebäude in die Luft jagen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Und unsere Marines kommen hier nicht weiter vor, die kommen nicht weiter als hier. Wollen wir doch mal checken, warum. Wow! Wow, 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 wow! Ja. huch! Sag mal. Ich sag mal, huch! Ja, wo kommen die denn hier auf einmal? Da war die Konzentration nicht gerade da. Da waren nicht die Konzentration. Kennt ihr das, wenn ihr um so einen dummen Fick labert und euch selber darüber lustig machen wollt, um es nochmal wiederholen wollt und die Wiederholung denn noch bescheuerter klingt als das eigentliche, was eben gesprochen wurde? Nein, ich auch nicht. So, jetzt aber nochmal richtig hier. Du bist in der Nähe des zweiten Blocks, Tosh. Lust auf ein paar neue Freunde? Keine Sorge, Tosh. Machen wir jetzt lange hier. Wir beschäftigen sie, während du die Gefangenen befreist. Oh, da sind ja zwei Panzer. Berühmte letzte Worte. Huch! Ich mache, was ich will. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Cool. Lasst sie berufen. Ich mache, was ich will. Unsere Verbündeten werden angegriffen. So, jetzt aber. Jetzt, wo die Jungs befreit sind, können wir das Ding hier auseinandernehmen. Gut gemacht, Tosh. So, jetzt aber. Vielleicht ja, vielleicht nein. Tosh, eine Nuklearrakete ist abschussbereit. Markier ein Ziel. Sieh nur zu, dass es nicht zu knapp wird. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Vielleicht ja. Sehr schön. Vielleicht nein. Los. Das muss ich mal sehen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Okay.
Ich stelle mich gerade ein bisschen dämlich an hier, muss ich sagen. Aber na gut, versuch was ein drittes Mal. Ich habe mal eine Weile in Bremen gewohnt und da hieß es, dreimal ist Bremer recht. Jetzt habe ich den da so geil, oh, habt ihr das gemerkt? Jetzt habe ich den da so geil falsch betont. Aber, ne? Dreimal ist Bremer recht. Ich bin zwar Berliner, aber... Nein, es ist gut, jetzt wollen wir nicht nochmal neue Freunde. Wir beschäftigen sie, während du die Gefangenen befreist. Ja. Eine Nuklearrakete ist abschussbereit. Markier ein Ziel. Sieh nur zu, dass es nicht zu knapp wird. So. Zack. Diesmal machen wir es richtig. Hat aber eben auch geklappt. Schön vorsichtig. So. Ja, man kann die auch doof anstellen in dem Spiel, das funktioniert auch. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum ich hier den oberen Bereich sehen kann, aber okay, beschwer mich nicht. So, wo sind meine Jungs? Ich bin gerade auf den Sack. Töten Sie die Wachen im Zellenblock B, gibt 25.000 Credit. Verdammt, dann muss ich das trotzdem machen. Weil ich will die Kohle haben. Kohle ist immer gut. Je mehr Kohle wir haben, desto mehr Upgrade können wir machen. Los geht's. Hilft ja alle nichts. Das wollen wir doch mal sehen. Aber erstmal holen wir uns noch ein bisschen Energie. Diesmal machen wir es richtig. Diesmal schaffen wir es auch. So. Ich mache das Spiel. Auf jeden Fall. Peinlich, still und leise. Das wollte der erste Panzer schon mal down? Sehr schön. So, Zellenblock B ist jetzt auch unters. Jetzt, wo die Jungs befreit sind, können wir das Ding hier auseinandernehmen. Und man sieht hier ganz gut. Dass die Jungs hier ordentlich was wegrotzen. Wow, nicht schon wieder.
So, jetzt haben wir noch hier den Raketenturm zerstören. Sehr schön. Das war's mit der Mission. Das war die dreifache Version von Ausbruch. Ich wollte euch natürlich zeigen, wie man es auf schwer nicht macht. Man rennt nicht blind durch die Gegend, man rennt nicht blind irgendwo hin, sondern macht es eigentlich so mit Konzentration, wie ich es jetzt am Ende gemacht habe. So ist es nämlich eigentlich auch richtig. Für uns alle. Seid ihr gnädig. Und die Mauern stürzen ein. Seid frei, Brüder und Schwestern. Euer neues Leben erwartet euch. So, und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Das war Let's Play StarCraft 2, der Ausbruch. Und wir kommen morgen zu der zweiten Variante davon. Da helfen wir nämlich Nova. In diesem Sinne gibt es noch ein kleines Video und einen schönen Tag noch. Und wieder habe ich vergessen, dass er jetzt ein Ladebildschirm gibt. Jahre und noch nie ist jemand aus Neufort zum Entkommen. Und wir knacken's an einem Nachmittag. Ich kann kaum glauben, dass wir das geschafft haben. Ihr Jungs wart gut. Ich und meine Phantome machen den Rest. Wir erledigen Minsk und treten seine Liga in den Dreck. Minsk zu stürzen war erst der Anfang. Hier geht es darum, eine bessere Zukunft zu schaffen. Versteht ihr nicht? Wir haben gerade jeden Wissenschaftler, Philosophen und Freidenker befreit, der je gegen Minsk aufbegehrt hat. Das war unser eigentlicher Sieg heute. Bist du wirklich so naiv? Morgen kommt ein neuer Minsk und danach noch einer. Dein toller Traum von einer besseren Welt ist nur eine Illusion. Wenn alles so trostlos ist, warum bist du dann hier, Tosh? Was springt für dich dabei raus? Das gleiche wie für dich, Bruder. Ich will Minsk tot sehen. Hier geht es nicht um Rache. Das Ziel unserer Revolution ist Freiheit. Du wirst diese bessere Welt erleben, Matt. Aber für Typen wie uns ist da kein Platz.